Das ist das einzige Kochvideo aus unserem Spanienurlaub, was ihr sehen werdet. Denn wir waren einfach wirklich fast die ganze Woche irgendwo essen. Aber da sowohl meine Jungs als auch ich das spanische Omelette super, super gern essen, hat meine Stiefmutter das gestern noch für uns gemacht. Ich werde mir übrigens mein eigenes Video erstmal abspeichern, damit ich das dann zu Hause nachmachen kann. Eigentlich ist das wirklich ganz einfach, du brauchst nur Eier, Kartoffeln und ein bisschen Salz. Du musst halt die Kartoffeln erstmal ein bisschen kochen, dass die weich werden und dann vermengen mit dem Ei. Der schwierige Part ist allerdings der Flip-Over. Das heißt, wo du die Pfanne umstülpst, das Ganze auf den Teller bringst und dann wieder reinmachst, damit es von beiden Seiten gebraten ist. Ich bin schon am Überlegen, ob ich mir nicht so eine doppelseitige Pfanne hole, wo ich einfach die Pfanne umdrehen kann. Das habe ich hier auch ganz oft in den Läden gesehen. Der Vorteil an dem Essen ist, das schmeckt warm super gut, wenn es frisch ist, aber auch wenn es kalt ist, kann man das wunderbar noch essen. Zum Beispiel würde der Große das gern mit in die Schule nehmen. Auf jeden Fall habe ich mir auch einige andere Gerichte aufgeschrieben und werde die natürlich zu Hause nachkochen. Und deswegen wäre es absolut sinnvoll, das Plus wegzumachen und dem Kanal zu folgen, damit ihr den nicht verpasst. Und vielleicht kocht ihr mal das ein oder andere nach.